So, Bergungsgut holen wir uns auch noch. So, jetzt war ja noch irgendwo ein Relikt oder sowas. Ne, eine Truhe. Ne, ein Relikt doch. Da. Die Kiste hat auch geleuchtet. Kann man da was machen? Nein! Scheiße. Wie blind kann man eigentlich sein? Ein Familienfoto. Russland, späte 1950er Jahre. Vielleicht war einer von ihnen hier gefangen. Hier steht etwas geschrieben. Erinnere dich. Hm. Vielleicht gibt es einen Weg zum alten Gefängnis. Tja, vielleicht, vielleicht. Okay, da ist noch ein Relikt, das ist aber auch ein Funkturm. Wir machen aber erstmal den, der ist näher. Na toll, den kann ich nicht markieren. Aber das ist da, wo die Höhle ist. Eigentlich müssen wir den ja schon von Weitem sehen. Da oben. Ah, Mann. Wir müssen schon wieder da hoch. Oben mit dem Seil kommen wir auf die andere Seite. So, da ist es. Außenrum wahrscheinlich. Ah, und da ist auch ein Nest. So, nu. Ah, hier. Wir bauten den Turm so abgelegen da oben. Ne? Dem Architekten müssen wir mal ein ernstes Wörtchen reden hier. So, dann sind wir endlich da. Nein! Boah, mach doch keinen Scheiß. Hier geht's noch. Numero 3. Oh, wir können auch keine Feder mehr nehmen. Hm. Wir bräuchten mal größere Taschen oder sowas. So, da rechts ist aber direkt der andere Turm. Wieso fällt die jetzt da runter? Ich habe mich gar nicht bewegt. Du dumm Sau, du. Komm ich überhaupt so dran? Na. Na gut, da hätte ich mir das sparen können. So. Na. Erkletterbare Wände, ja wo denn?
Hier ist aber keiner. Da. Na super. Ah, ein Basislager. Ah, und ein anderer Turm. Okay, dann nimm halt den. So, da war es Nummer 1. So, und der Turm ist da hinten, okay. Da ist noch ein Nest, da brauchen wir aber nicht. Wir können ja eh keine Feder mehr nehmen. Es sei denn, wir machen jetzt noch ein paar Pfeile. Wenn wir schon mal da sind. Ich hoffe, du hast mein letztes Band erhalten. Mir macht es immer mehr Spaß, diese Nachrichten für dich aufzunehmen. Anna sagt, dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite legen soll, um mich daran zu erinnern, warum ich das alles tue und für wen. Ich weiß, du hasst es, wenn ich weg bin, aber es wird sich auszahlen. Alles wird sich auszahlen. Ganz liebe Grüße von mir. Sei fleißig in der Schule. Ich weiß, du dachtest, du tust es für mich, aber es hat sich damals nicht so angefühlt. Aber so lernte ich Unabhängigkeit, für mich selbst zu sorgen. Eine wichtige Lektion, wie man sieht. So, Pfeile. Na toll, haben wir auch schon voll. Munition können wir auch machen, brauchen wir aber auch nicht. Tja. Sind wir ja bestens ausgerüstet. Und bei dem ganzen Kram, da kommen wir auch langsam voran. Obwohl Dokumente sind noch jede Menge hier. Nur, wo sollen die alle sein? So, kommen wir hier zu einem anderen Turm. Der war doch da, ne, da unten irgendwo. Vielleicht finde ich Konstantins Gefangenen. Der muss etwas wissen. Muss er das? Was? So, wo sind wir denn hier gelandet? Da unten ist der Turm. Ja, toll. Der hätte mal gar nicht hier hochgemusst. Hier oben ist nämlich die Hauptmission. Die will ich aber noch nicht machen. Tja, komme ich hier runter, ohne zu sterben? Nein, da will die gar nicht runter. Da, ich an die Kante gehe. Will sie nicht. Ja, fehlende Ausrüstung. Noch ein Relikt. So, jetzt bin ich hier mühsam hochgeklettert und dann komme ich jetzt nicht dahin. Okay, müssen wir leider wieder runter. Irgendwo sind hier noch Wölfe. Ist ja nicht zu überhören. So, ich hoffe, da kommen wir jetzt so einfach hin. Aber sieht gut aus. Hier, Ruhe. So, erledigt. Thank you.
So, wo ist das Relikt? Hier. Halt, halbautomatische Pistole. Da fehlt uns jetzt nur ein Teil. Sehr schön. Ach, Wölfe, haltet die Schnauze. Da, wo war der General? Ah, toll, natürlich ganz da hinten. Naja, nützt ja nichts. Jetzt kriegen wir endlich die Dietriche. Wunderbar. Nur ich weiß nicht mehr, welche Truhen und das alles waren, die wir jetzt aufmachen können. So, wo ist der Typ? Hallo? Was? Einfach hier hin? Ah, dafür braucht man Dietrich. Okay. So, Bogen haben wir jetzt voll abgegradet, zumindest jetzt auf dem Level. Okay, bei dem anderen Kram können wir nichts machen. Wo ist denn jetzt der Typ? Ich hab gedacht, der ist hier. Oder haben wir die Dietriche jetzt schon? Ne, sieht nicht so aus. Wo ist denn der Kerl? Toll, Kräuter. Hä, wo war der denn? War der hier auf der anderen Seite? Dokumente, Relikte, Ressourcen. Da. Aktiv setzen kann ich nicht. Ist schon aktiv. Guck mal in dem Haus, das ist bestimmt in dem Haus hier. Toll, bestimmt in dem Haus, ja super. Natürlich nicht. Wo ist denn der Kerl? Der war doch hier, oder nicht? Muss das immer alles so kompliziert sein? Ich bin mir sicher, der war hier. Und wie ihr seht, ist hier nichts außer ein Hirsch. Ah ja, im Schnee tut das nicht so weh. Wo ist das Vieh hin? Runter. Tja. Och man, wo ist denn der Kerl? Komm her, du Hirsch. Was, der lebt immer noch?
Ja, Fälle kann man gut gebrauchen. Och Leute, wo soll er denn hier sein? Was ist das Scheiße? Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Tja, bringt uns aber auch nichts. Ich würde schon gerne die Mission abschließen, aber wenn der Typ nicht hier ist, was soll ich machen? Very merkwürdig. Ich weiß, hier sind wir falsch oder auch nicht. Da Missionsgeber und der Typ ist nicht da. Egal, ich markiere den nochmal, aber gut, dass wir hier lang gegangen sind. Hier ist nämlich eine Höhle, in der wir auch noch nicht waren. Und da haben wir direkt mal eine Herausforderung abgeschlossen. Ah. Was haben wir denn hier Schönes? Geld ist immer gut. Schon wieder so eine Riesenhöhle. Noch mehr Geld. Ah, und das ist ein Wandgemälde. Damien, der Baumeister des Propheten. Griechisch Level 3. Oh, das sieht aber interessant aus da. Tja, wie sollen wir denn da hinkommen? Städte baut man nicht mit Plänen allein. Man braucht Material und jemanden, der weiß, wie man baut. Damien war dieser jemand. Es heißt, er konnte Steine nur aus einer Handvoll Erde und einer Zunderbüchse brennen. Sein Handwerk soll göttlich inspiriert gewesen sein. Seine Hand gab den Träumen der Architektin eine Form. Tja, aber wir kommen nicht dahin. Also da hoch. Ja, toll. Hätten wir auch nicht gemusst. Haha. Tada, hallo Grab. Antiker Bogen.
Aber da war's, ne. Na gut, das war's. Komm auch wieder raus hier. Das war ja diesmal nicht so schwer. Zum Glück. Aber echt nice, wie viele zusätzliche Sachen hier sind. Also Akunda-Leuten wie mir gefällt es sehr. Akunda-Leuten. Super Deutsch. So, mal kurz zum Camping abspeichern. Und der Typ ist immer noch nicht da.